Bidu bidu. Kommt da jetzt was hoch? Nee, sieht jetzt nicht so aus. Okay. Was auch immer ich hier jetzt gerade gemacht habe. Und weg. So geht's natürlich auch. Das war jetzt die Peaceful-Variante. Ich speichere hier jetzt einfach. Ich bin jetzt zu nervös, als dass du nicht... zum Nichtspeichern. So, hier ist noch alles. Roger. Die sollte man wahrscheinlich nicht gerade berühren. Was ist das größte Schiff, auf dem du jemals gefahren bist? Privat oder bei einem Einsatz? Was war denn das? Sowohl als auch. Bei meinem letzten Einsatz waren wir eine ganz kleine Einheit auf einem Truppentransporter. Das Ding war so ziemlich groß. Hören wir einfach mal zu, wie die da drüben quatschen. Was für eine Geschichte. Alter, ich... Die sind aber auch zickig, was das betrifft. Okay, ich kann auf jeden Fall ab und zu mal Quick Save machen. Es geht vollkommen in Ordnung. Und anscheinend ist er immer nur in einem Gebiet wirklich einer von diesen... eins von diesen Schaltpulten. Wenn ich das beschütze sozusagen vor denen, dann sollte das eigentlich hinhauen. Pack trotzdem den Würge, den Geist des... Was ist das größte Schiff, auf dem du rein? Was war denn das? Privat oder bei einem Einsatz? Sowohl als auch. Bei meinem letzten Einsatz waren wir eine ganz kleine Einheit auf einem Bodentransporter. Das war so ziemlich groß. Ach, die sind doch nicht. Du bist wohl noch nie auf einer Nebulon B-Escort-Fregatte gewesen oder auf einer Angriffsfregatte. Warst du schon mal bei einem Kommando? Nein, ich war bisher nur bei kleineren Operationen so beteiligt. Geschwindigkeit. Opa. Ho. Wenn die Musik nicht so dramatisch wäre hier die ganze Zeit. Könnte eigentlich spazieren gehen hier die ganze Zeit. Lalalala. Ich schneide mir die halbe Zeit in den Fuß. Lalala. Ach ja. Hier war ich schon mal. Damals in jenen Tagen. Nee, es geht nicht gut aus. Ja. Das war jetzt irgendwie zu erwarten letztendlich. Mal kurz heilen. Weil ich hier natürlich wieder überall reinlaufe. Irgendwo hoch? Ich muss da irgendwie zu der Luke hoch. Ah, hier.
Okay, das war nur ein Versteck. Das heißt, hier komme ich irgendwie anders hin. In der Theorie zumindest. Okay. Das muss noch eine Energiestörung sein. Position halt. Die Systeme werden wieder aktiviert. Wo ist er denn hin überhaupt? Moment, ich muss kurz schauen, ob hier irgendwo noch so ein Alarmding ist. Ne, sieht gut aus, er kann nicht töten. Komm her! Was nehmen wir denn für dich? Bist du ein Würgegriff-Freund? Ja, du bist ein Würgegriff-Freund! Ach, schön. Ich hab ganz vergessen, dass man hier das Schwert werfen kann während dem Würgegriff. Das hätte mir schon öfter mal einen Kampf erleichtert. Oh Gott, speichern. Ich hoffe, das ist hier bald vorbei. Ich will dieses Stealth nicht machen. Ich bin in wenigen Spielen wirklich gut in Stealth. Und das Spiel gehört auf jeden Fall nicht dazu. Einziger Vorteil hier ist, dass die KI nicht wirklich drauf ausgelegt ist, nach irgendwelchen Geräuschen nachzuforschen oder sowas. Sind einfach nur da. Wir haben es geschafft! Da ist Luke und Desan. Komm! Mach einen auf Obi-Wan! Haben sie sich Mühe gegeben? Verdammt! Wir haben es auf die Dunkelheit geschafft. Kopfschütteln. Was ist denn die dumme Gewässer? Das ist ein Mini-Sternzerstörer. Das hätte Stil. Alles andere wäre jetzt nur ein billiges kleines Ding hier. Es muss schon ein bisschen Sternzerstörer-mäßig haben. Wobei, es sieht auf jeden Fall gut aus. Ein bisschen wenig Geschütze oben drauf. Also wenn da Flieger daherkommen, die werden direkt das Schiff direkt mal erledigt, aber prinzipiell hat es Ähnlichkeit mit einem Sternenzerstörer, ja. Mit der Sternenzerstörer-Gabel. Ja. Ja, eher eine Gabel. Ja, ja. Eindeutig Gabel. Oder eine Zange. Das ist eine Kabelzange. Für gigantische galaktische Kabel. Oh ja, das wird sein. Kyle, bist du da? Ja, hast du nicht gesagt, es sei Unsinn, allein gegen Desan zu kämpfen? Ich hatte keine Wahl. Ich spürte nicht einmal seine Nähe. Er konnte auf ein Schiff entkommen. Ich weiß. Ich bin an Bord. Wir müssen das Schiff zerstören, bevor Desan und seine Armee ihr Ziel erreichen, was auch immer das sein mag. Versuch, die Kommunikationszentrale des Schiffs zu finden und kontaktiere die Rogue-Schwadron mit den Sensoren. Ich werde weiter versuchen. Luke! Macht dir sein. Okay, macht auch dir sein. Freund. So, was haben wir denn? Stufe 3. Der Jedi kann achtfach so hoch springen wie normal. Geistertrick Stufe 3, jawohl.
Der Jedi kann mehrere Feinde für 50 Sekunden ablenken oder verwirren, beziehungsweise ihn zum Freund umkehren. Das heißt, die, die ich jetzt mit dem Geistestrick verwirre, die kämpfen auch für mich. Und Blitzstufe 2, der Jedi kann den Blitz der Macht aufbauen und ihn kontinuierlich einsetzen. Schauen wir mal. Einen Moment. Komm, spiel im Siegerteam mit. Ah. Nur, dass ich kein Teamspieler bin. Haha. Wie hat er vorhin gesagt? Es sind zu viele. Ich komme da niemals lebend durch. Aber Hauptsache jetzt ein ganzes Schiff alleine übernehmen. Ah, oh, jetzt haut er ab. Warte mal, ich will jetzt noch ganz kurz. Ja, ja, bla bla bla. Will nur schauen. Hat er da irgendwas getan? Starker Stil, ich wusste es doch. Jetzt haben wir einen starken Stil. Dem können wir unglaublich langsam zuschlagen. Aber machen dafür unglaublich viel Schaden. Das heißt, in Kombination mit der Machtgeschwindigkeit zum Beispiel, kann man damit schon ordentlich was erreichen. Ich packe den das aber trotzdem mal zugunsten des schnellen Stils raus, weil ich mit dem, weil der ein bisschen verschwendet ist gegen einfache Sturmtruppen. Genau, schieß ja weg. Ganz ruhig! Meine Güte! Nein, keine Ruhe! So. Irgendwas habe ich gerade aktiviert. Ja, den Blitz wollte ich jetzt noch einsetzen. Der müsste jetzt eigentlich ordentlich Schaden machen. So. Umsehen, ein bisschen Leben aufsammeln und alles. Sehr schön. So, was müssen wir denn machen? Chance suchen. Kommunikationssteuerung der Doomgiver finden. Rogue Schwadron mit der Kommunikationssteuerung kontaktieren. Dann meldet sich der Schnupfen wieder. Sensoren der Doomgiver auf Kommunikationsfrequenz der Rogue Schwadron einstellen. Okay. Ah, oh, Munitionslager, ganz toll. So. Alles voll. Na, fast zumindest. Wow! Jetzt können wir es mal probieren. So gefällt mir das. So. Ah, das ist cool. Das ist cool. Wenn ich richtig liege, muss auch der jetzt mit so einem kleinen Roboter dann durchfahren. Ich glaube, das hatten wir erst einmal am Anfang vom Spiel, hatten wir das, glaube ich, einmal. Oder nicht? Weiß nicht. Auf jeden Fall müsste hier irgendwo eine Station für den rumstehen. So. Irgendwo muss ich hier doch was drücken lassen. Hier irgendwo? Nee. Hallo? Habe ich hier drin irgendwas übersehen? Ah, da.